Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Wir spielen Battlefield Armada oder Gothic Armada 2 mit der Imperialarmee und ja, lassen wir mal die Elder kommen. Eldari, ich nenne die Elder. Ich weigere mich, die Eldari zu nennen. Warum sollen die Eldari heißen? Ist das so wie die Imperiale Armee oder der Flottenverband einfach von ihren Schiffen? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Für mich sind es einfach Eldar. Eldari. Ja, die haben genau 759 Punkte. Das heißt aber, eigentlich dürfte ein Schiff nicht mitkommen. Das heißt, sie werden irgendwas Krummes, 710 oder so, aufstellen. Und ja, wir sind eigentlich doppelt so stark. Wir machen trotzdem mal die Schlacht, weil ich möchte die mal einmal mit dieser Verteidigungsplattform spielen. Idee dahinter, dass wir ihre leichten Schiffe zu dieser Verteidigungsplattform, ja, sollen sie halt die angreifen und binden. Und wir flankieren so die Verteidigungsposition. Nur, dass die zentrale ist oder so. Wir müssen die irgendwie mit ins Boot holen. Irgendwie mit ins Boot. Die ist ganz rechts, das heißt, wir fliegen dort auch hin. Das ist natürlich ganz beschissener Ort dafür. Flaggschiff, also. Ach, das ist auch Symbol Flaggschiff. Flaggschiff befindet sich der Anführer, dessen Tod die Moral aller Schiffe beeinträchtigen würde. Keine Verluste. Gut, und dann würde ich sagen, lang und schmutzig. Auf zu unserer Unterstützung. Genau, Können sich gegenseitig verletzen? Habt ihr das gesehen? Krass. Kriegt keinen Schaden. Eigentlich hätte er voll Schaden kassieren müssen. Der ist in unsere Turbine reingeflogen von dem Schiff vom Spire, ne? Ah ne, Spire ist hier. Trotzdem. So. We serve. Ich lasse dich mal hier im Nebel. Aber erstmal halt. Nicht, dass ihr euch noch gegenseitig rammt. Give us purpose. Du musst in diesen Nebel rein und kundschaften. Ich schaffe mal in die Mitte. Ship ready. Oh, er ist erfasst von irgendwas. Kein Signal. We wait your command. We serve. Heading acknowledged. Ah, von da kommen sie. Okay. Ziel erfassen. Understood. Alter. Geht's ja echt ab. Your orders? Ja, warte mal, Spire, du musst nach vorne. Enemy sighted. Hallo. I am listening. Hi, Admiral. Ah, schön, da geht's echt gerade zur Sache. So, nachladen. Initiate Thunderhawk Bombardment. Your orders? Ah, das Space Marine Schiff ist mir zu sehr und du auch. Zurück. Underway. We stand ready. Repositioning. Oh,
Orb da. Du auch. Moving to position. Sollen sie näher an die Plattform kommen? Ship ready. Engaging target. Kleiner, was willst du denn hier? All ahead full. Cruising speed set. Alles gut, na, dann können sie erstmal regenerieren. Enemy sighted. Enemy sighted. Our borders have caused internal damage. Nachladen. We serve. Enemy sighted. So, jetzt könnt ihr wieder kommen. Obliterate that target. Na, die zieht sich zurück, das finde ich nicht gut. Target locked in. We wait your command. We wait your command. Coordinates acknowledged. Ah, wir drehen uns, das ist identifiziert, schade. Engaging engines. Aye, Admiral. Maximum Burn und Maximum Ram. Das hat gut geklappt. Das auch. Du musst da mal weg, mein Freund. Reparieren. Okay, Energie normal. Katze, nicht kratzen. Da hinten ist auch noch einer. Ship ready. We serve. Setting course. Your orders? Wir können doch mit dir Spaß haben, da. Na, die Abfangjäger kamen zu spät. We wait your command. Damit die ja nicht abhauen da. Underway. So, Torpedos los. Waffen von vorne. Ah, das kam gut. Das war gut. Stasis-Bombe. Die sind sie gerade alle so ein bisschen selber im Weg. Stopp! Halt, Waffensysteme, halt! Okay, Energie. We wait your command. Dreh dich. Einmal Torpedos da bitte. So schön in die Mitte rein. Rammen sich gegenseitig und... Ah, oh, kommt nichts an. Schade. Coordinates acknowledged. For the Emperor. Da rammen wir jetzt durch, da. Energie! Hahaha! Es gibt keinen Rückzug. Es gibt keinen Ort, auf dem, wo ihr euch verstecken könnt. Keine Gnade. Es lebe der Imperator. Läuft. Befehle sind starke vorübergehende Boni für verschiedene Situationen. Ja, sollte ich mal häufiger benutzen. Das mache ich viel zu selten. Und. Oh. Knapp Stufe 4. So, wieder schwere... Ja, die Eskortschiffe, die halten nie so lange bei mir. Oh, ein leichter Kreuzer war das hier.
gewonnen. So, wie machen wir das jetzt hier? Mit den Cima-Lomas-System. Ach, ich seh schon, wir müssen hier groß reparieren. Das kostet wieder. Wir machen hier dick miese. Also die gefallen mir eigentlich ganz gut. Sind gute Ballerbuden. Haben aber nicht so viele Einheiten. Sind auch leichte Dreadnoughts. Kreuzer. Sind auch ein Dreadnought. Terminatoren haben sie. Okay. Blitzschlag sollte man da häufiger benutzen. Die Terminatoren haben. Wenn ich beide repariere, sind das schon wieder 70 Punkte. Das ist schon die Hälfte meiner Energie. Scheiße. Ich will das einfach. Ich will hier hin. Du willst dahin. So, du wirst jetzt hier bleiben. Genau. Du bleibst hier in diesem Sektor. So, und ihr müsst jetzt hier den großen Sieg erringen. Ich hoffe mal, dass wir trotzdem in Überzahl sind. Der hatte hier 300 und, ne, mit die, Alter, bringt fast 500 Punkte wahrscheinlich. Nee, Rückzug ist keine Option. Schlacht. Wir müssen nun mal dran denken, dass wir mit den Space Marine Schiffen, wir haben ja zwei größere Schiffe, die müssten ja beide dann Terminator-Truppen oder die Blitzschlagmöglichkeit haben, dass wir uns vielleicht auf einen Kreuzer konzentrieren und den zweimal mit Blitzschlag attackieren von beiden Schiffen, dann dürfte das ja, dann dürfte die Mannschaft auf dem feindlichen Schiff ja ganz schön gut zu tun haben. Terminatoren sind echt hart. Ich liebe die Terminatoren. Das war auch, glaube ich, eins meiner ersten Modelle, die ich von den Space Marines früher mal hatte. Das war so ein Terminator, definitiv. Oder ein Terminatoren-Trupp. Und ich fand diesen Terminator ganz geil mit diesem komischen Raketenwerfer auf den Schultern. Der Raketenwerfer ist mir immer runtergefallen, weil das waren damals Metallfiguren. Und der Kleber war irgendwie scheiße. Naja, aber das war cool. So. Wir müssen wieder Punkte einnehmen. Mache ich, gehe ich mit. Das heißt, die kleinen Escortschiffe nehmen die Punkte ein, wenn sie gerade ausgerichtet sind. Ihr seid meine 1. Du bist meine Nummer 2. Du meine Nummer 3. So, und ihr könnt auch ein bisschen näher rankommen. Keine Angst, es sind genug Feinde da. Start und Pause. Jetzt habe ich vergessen, die Basis nimmt auch schon einen Punkt ein. Chaos Basis hat sogar ein Schutzschild. Der wird gerade hochgefahren. Das ist ja geil. Warte mal ganz kurz. Sehen wir es in Slow Motion? Geil. Nicht für mich. Achso, Pause wollte ich. Entschuldigung. Mach mal Triebwerk an. Und du hast ein bisschen weiter weg. Mach mal Triebwerk an. Und hier. Wollen Sie ruhig wissen, wo wir sind? Ist mir eigentlich wurscht. Alle Triebwerke an. Ship ready. Ich glaube, du kannst schon ausmachen. Und zwar jetzt. Cruising speed set. Das heißt, sie haben immer hier einen Vorteil in dieser Basis. Wir müssen die aber ohne die Basis erwischen. Die Schiffe einzeln erwischen müssen wir sie. So, Space Marine. Ach, wir haben nur ein Space Marine Schiff dabei. Tarnung. Nicht so weit voraus.
Okay. The enemy has seized a strategic area. Wir wissen jetzt, wo sie sind. Space Marine, du darfst wieder fliegen. Entschuldigung. Standard speed engage. Abfangjäger. Und los. Was fing den Umweg? Ach, die müssen jetzt gegen die kämpfen, oder was? Das heißt, die greifen, haben gar nicht die Möglichkeit, das Schiff anzugreifen, weil wir unsere Abfangjäger... okay. You have seized a strategic area. Ich glaube, einer reicht auch erstmal. Course engaged. So, ihr dürft schießen, wenn ihr ein Ziel habt. Genau, ich habe nämlich eins schon gesehen. Enemy sighted. Feuer frei. We wait your command. Ja, ich weiß, dass ihr darauf wartet. You have seized a strategic area. Ich liebe das hier. Engaging engines. Und Feuer. So. Show us the enemy. Vernichter Geschwader. Thunderhawk Bombardment. Genau. We stand ready. Du gehörst jetzt mit dazu. Attacke. Und du, mein Guter, musst weiter vorbei. Heading acknowledged. Energie. Oh, der brennt. Reloading. Assault crews report success. Und Blitzschlag. Hi, Admiral. Komm einfach nicht hinterher, die großen Schiffe. Maximum burn. Triebwerk beschädigt, das ist natürlich scheiße. Changing course. Cruising speed set. Ah, Torpedos gehen daneben. Lightning strike successful. So, das kommt er uns schon mal entgegen, das finde ich nett. Und Pause. Was machst du da? Nimm den Punkt da ein. Kann aber sein, dass die Station zu nah ist. Und der andere lässt uns, lässt seinen Kollegen im Stich. Das ist nur gut für uns. We wait your command. Er hatte kein Triebwerk mehr. Scheiße. Your orders? Er hat sein Schild wieder. The enemy has seized a strategic area. Understood. Ich mache mich klar zum Ram. All ahead, foe. Ah. Heading acknowledged. Oh, das ist nicht gut. We wait your command. Teleport attack successful. Na, haben wir noch Schaden gekriegt. Deck ist beschädigt. Aber haben wir mitgenommen. Targeting enemy vessel. Ship ready. Lightning strike successful. I am listening. Wo sind die Space Marines? Initiate Thunderhawk Bombardment. Underway. Fire on board. Super. Cruising speed set. We serve. We wait your command.
Ich glaube, der will ran. Standard speed engaged. Aye, Admiral. Oh, was war das denn gerade? Truppen verloren, 6 Stück. Das kann ich aber auch nicht. Das muss doch jetzt nochmal reichen da, verdammt. Dreh mal um da. Your orders? Targeting enemy vessel. So, er hat den Punkt eingenommen und kriegt, okay. Beschuss kommt dahin. Energie. Ship ready. Ah, der will uns mit uns da vorbeifliegen, bitte. Na, fliegt er vielleicht noch durch das Plasma? The enemy has accumulated 25% of strategic points. We wait your command. So, auf zur Station. Kommt da Verstärkung? Reparieren. Begin repairs now. Kommt. We serve. Auch du reparier dich. Ihr seid jetzt meine 1. Puh. Understood. Alter, der hat ganz schön einen mitgekriegt gerade. Diese Abfangjäger waren gar nicht schlecht. Von der Station. Aye, Admiral. Nee, hier war keiner. Aye, Admiral. Okay. Coordinates acknowledged. Spur mal vor. Ich würde sagen, erstmal bis hier hin. Damit ungefähr alle zeitgleich bei der Station sind. Your orders? Und ihr müsst ein bisschen weiter ausweichen. Oder ihr seid schon einfach da. Station kann schon schießen. Ja, Katze. Ich kümmere mich gleich um dich. Ah, nicht kratzen. Hör doch mal auf zu kratzen, Süße. Where shall we strike? Hm. So, jetzt reicht's. Ja, kannst miauen, wie du willst. Ich bin hier gerade im Kampf. Siehst du das? Pause. Wir müssen Abfangjäger losschicken. Hast du gehört, Katze? Abfangjäger. Süße Plüschkatze. So. Der eine kann ja mal... Oh. Ja, ich kann... Das ist ein Mikro. Es tut mir leid, aber die Katze hat gerade ihr Ego-Trip. So, da springt man nach vorne. Play. Und kann man näher ran. Katz, wenn du gleich auf die Tastatur springst, dann gibt es aber einen Amoklauf hier. Bitte dahin. You have seized a strategic area. Course engaged. Einmal drehen, bitte. So, wir schicken jetzt mal ein paar Terminatoren. Oh, geht gar nicht. Dann Enter-Manöver. So. Und jetzt machen wir ein bisschen Brandstiftung. Haben wir noch Abfangjäger? Nee. I am listening. Initiate Thunderhawk Bombardment. Target locked in. Das soll jetzt langsamer gewesen sein, verdammte Axt. Ship ready.
Entermanöver. Boarding teams have crippled the enemy. Hat ja auch viele Strukturpunkte, so ist es ja nicht. Show us the enemy. We wait your command. You are close to victory by strategic points. Ja, wir haben viele strategische Punkte. Noch einmal drehen für den Torpedospaß. Meltertorps oder... Ach komm, Melterspaß. Oh, Entschuldigung, Katze. Reloading. We serve. Sind seine bereit? Du kannst sie schon mal drehen. Course engaged. Feuer an Bord, das ist nicht gut. Reparatur. Oh. Enemy station has taken severe damage. Hammer. Sieg, kleine Katze, Sieg. Hm? Für den Gott-Imperator. Oh, jetzt legt sie sich auf meinen Arm. Du weißt, ich brauche diesen Arm für meine Maus. Okay, jetzt hat sie sich hingelegt. So. Stufe 4. Vom Ruhm her. Keine Ahnung, was das bringt. Unsere Schiffe sind ganz schön beschädigt. Ah, das ist 550 Flottenkapazität. Führung 825. Verfügbare Größe SK. Was sind das? Superkreuzer oder was? Upgrade-Punkt. Das ist SK. Was ist SK? Guck an. Ein Superkreuzer wird das nicht sein. Ein schwerer Kreuzer wahrscheinlich. Nur ganz kurz gucken. Lad doch mal schneller. So. SK steht für Schlachtkreuzer. Noch besser. Da haben wir die Mars, die Overlord und die Armageddon-Klasse. Schwere Makrobatterie. Oh, ist das schön. Schwere Lanzenbatterie. Oh, ist das schön. Torpedos. Oh. Lanzenturm. Der hat sogar noch Start- und Landebuchten. Lanzenturm. Schwere Makro. Und Nova-Kanone. Aber das klingt alles gut. Plasma Makro. Ja, ich weiß gar nicht, was ich davon bauen soll. Ich habe eh keinen Platz dafür. Also. Man könnte ja irgendwie mal ein Schiff einschrotten. Oder verschrotten und sich da mal eins davon holen. Aber da fehlt immer noch Geld. So. An den kommen wir trotzdem nicht ran, weil wir brauchen 4 Schlachtpläne. So, die Space Marines und ihn lasse ich nicht zurück. Abklingt Zeit für Befehlsfähigkeiten. Erweiterte Hangars sind nicht schlecht. Teleport. Blitzeinschlag fügt einen zusätzlichen Truppschaden zu. Ja. Für die Space Marine nicht schlecht, mit den Terminatoren vielleicht. Deck. Wir sind hier auf sehr viele Generatoren gegangen. Deflektorschild. Was abklingt? Befehlen und Stellungen. Okay, Hülle. Die kriegen zusätzliche Türme. Verstärkte Panzerung. Panzer durchdringende Munition. Auf kurze Reichweite 4500 wird die Panzerung des Ziels
gegen Makrowaffen auf 50% verringert. Ist das gut? Ist das gut? Hm. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. So viele Mechanikus-Enklaven habe ich ja gar nicht. Das gilt aber für alle Schiffe. Befehlsfähigkeiten. Nee, jetzt nicht so wichtig. Ich nutze die ja immer schon gezielt. Fünf Punkte mehr Mut. Hm. Haut mich auch nicht um. Disruptor-Überladung. Der Schaden den Waffen des Schiffes an feindliche Schilden anrichten wird um 10% erhöht. Die Aktivierungsverzögerung der Rumpf betroffener Necron-Schiffe wird um 10 Sekunden erhöht. Ne? Gilt für Linienschiffe. Hm. Dann nehme ich doch erstmal den Teleporter-Raum. So, und dann würde ich wirklich mal sagen, dass wir, können die noch fliegen? Nee. Hier konnten sie aber 12, hier 22%. Die beiden werden dann hier hinfliegen, nichts machen. Ihmchen würde ich hier irgendwann nochmal ein Schiffchen verpassen, dass wir vielleicht auf 300 kommen. Und die halten hier den Sektor erstmal sauber. Das heißt, hier müsste ich eine Waffenplattform bauen. Das heißt, wenn ein Elderschiff da hingeht oder hier hingeht, dass wir das dann beschützen können. Dann müssen wir die hier abziehen. Das wird erstmal... Da werden wieder ein, zwei Runden vergehen, die ich quasi in so Offscreen spiele. Weil bis sie hier sind, ins andere System. Das sind wirklich zwei, drei Runden und mit Reparatur sind wir schon bei Runde 29. Das können wir uns jetzt auch mal so sparen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt Bruder Heinrich. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.